Moin, willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zanke AG bzw. dem Tuning-Zentrum der L&Z-Gruppe hier in Kaltenkirchen. Lange nichts mehr voneinander gehört, beziehungsweise sind die Abstände größer geworden. Ihr seht das hier, wir sind noch in der Bauphase. Also die Hebebühne ist jetzt da. Der neue Achsvermessungsprüfstand ist auch da. Das ist alles ebenerdig. Das heißt, wir kriegen auch den schönsten Sportwagen hier drauf, was das Einmessen betrifft. Aber darum geht es heute nicht. Es geht um ihn hier. Und dazu sei auch gleich erklärt, wenn ihr jetzt praktisch unten, also im Video, die Leiste, ich muss das ganze Video komplett nachbearbeiten, weil unten muss ja permanent was eingeblendet sein. Und zwar die Verbrauchswerte. Und die Verbrauchswerte, das ist eine neue Vorschrift, die nennt sich PKW-EN-VKV. Also es ist PKW-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Und das Ding ist kein Spaß. Absolut ist kein Spaß. Wird wahrscheinlich viele dazu bringen, nichts mehr im Internet zu machen, um nicht Gefahr zu laufen, von gewissen Institutionen oder irgendwelchen Vereinen, wie auch immer, oder Anwälten abgemahnt zu werden. Und das ist kein Spaß, das ist wirklich kein Spaß. Es schafft eine Wahnsinnsverunsicherung. Wir alle wissen, dass wenn man verunsichert ist, sich eigentlich nichts mehr traut. So, wir trauen uns trotzdem. Ich traue mich trotzdem. Das heißt, es wird unten dann stehen. Ganz wichtig ist natürlich auch auf diesem Kanal, auf diesem YouTube-Kanal, das, was ich sage, das ist von der Tendenz her immer meine Meinung. Das ist nicht die Meinung der LZ-Gruppe oder irgendwelcher Kollegen oder wie auch immer. Das ist grundsätzlich, ist das dann meine Meinung. Das muss dazu gesagt sein. Denn ich gucke nicht nur mit der rosaroten Brille hin, das wisst ihr, sondern gibt es auch ein paar offene und ehrliche Worte. Und die werde ich auch zum neuen Dacia Duster hoffentlich vernünftig finden. Denn der ist recht gut geworden. Muss man ganz, ganz ehrlich sagen, ist ein tolles Auto, ich bin ihn schon gefahren. In diesem Fall haben wir hier den 4x4 stehen, den 130er TCE. Und wenn ich dann schon die Motorvariante sage, in dem Moment, wo ich die Motorvariante sage, muss ich absolut zwingend den Hinweis führen. Das tun wir aber nach wie vor von Anfang an. Auch wenn ich Bilder mache im Internet, müssen unter dem Bild das immer drinstehen. Es muss auch zu dem Bild in der Beschreibung drinstehen. Eigentlich muss es als erstes dastehen. Das heißt, wenn ich schreibe, guck mal hier, der ist endlich da, wurde auch mal Zeit, müsste ich eigentlich in dem Moment, weil man das Fahrzeugmodell erkennt, auch die Verbrauchswerte dazu schreiben. Wenn er mehrere Motorvarianten hat, brauche ich es nicht unbedingt. Aber wenn ich den Motor nenne, irgendwie Beschleunigung oder sonst wie irgendetwas, dann muss das angeführt sein. Also machen wir es von Anfang an, wir machen es immer rein. Egal, ob man es erkennt oder nicht. Wenn der Wagen zum Beispiel nur einen einzigen Motor hat, wie zum Beispiel der neue Rafale von Renault, dann muss ich es zwingend immer angeben. Naja, und hier beim TCE 130 4x4 haben wir einen kombinierten Verbrauch von 6,1 und CO2-Emissionen kombiniert 137. Das ist dann die CO2-Klasse E. Somit das dann auch mal genannt. Ne? Also jeder weiß, dass wenn wir diese Verbrauchswerte einhalten, wir eigentlich als Verkehrshindernis gelten. Nein, vielleicht auch nicht. Also nochmal, ich bin den ja gefahren. Das ist 48-Volt-System. Richtig klasse. Der marschiert. Und zwar richtig. Und die ganzen Leute, die immer sagen, falsche Motoren und was denn jetzt, geht doch zum Händler, setzt euch mal rein, fragt mal nach, macht eine Probefahrt. Und erst wenn ihr eine Probefahrt gemacht habt, dann bildet euch eine Meinung. Es gibt ja ganz, ganz viele, die bilden sich über die Marke und das Auto eine Meinung, obwohl sie sich noch nie
mit dem Fahrzeugmodell wirklich beschäftigt haben. Und eins ist auch klar, wir leben in einer völlig verzerrten Welt, was das nämlich betrifft, weil derjenige, der unzufrieden ist, der verschafft sich Gehör in Form von Foren, Gruppen, Bewertungen. Und die Masse ist zufrieden. Sagt es nur nicht. Würde ich mir manchmal etwas mehr wünschen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin in einer Dialogannahme und führe mal wieder einen Monolog. Ihr wisst es. Okay, gut. Was würde ich euch ganz gerne als erstes zeigen? Als erstes zeige ich euch mal ein neues System. Also ohne Brille geht ja fast gar nichts mehr, ne? Das ist das hier. Und das findet ihr auch schon bei uns im Shop. Ja? Das ist der U-Clip. U-Clip, das ist dieser Punkt. Da können wir jetzt noch Verbesserungsvorschläge zu machen. Das werde ich auch tun, weil am schönsten und der beste Verbesserungsvorschlag von meiner Seite aus für dieses System, welches grundsätzlich nicht schlecht ist, aber auch eben halt nicht nur gut ist, zum Beispiel, man hat hier zum Beispiel so einen Haken und diesen Haken kann man hier so anbringen und dann kann man es so aufklappen. Ne? Das Verbesserungsvorschlag wäre, wenn man diesen Punkt so gestaltet, dass man ihn als Zubehör rausbringt, dass wir ihn beim Jogger vielleicht noch setzen können, beim Sandero oder beim Renault, verschiedene Modelle, wie auch immer. Wenn man den montieren könnte, irgendwie mit einer großen Klebefläche oder wie auch immer, schonend oder zum Festschrauben, wo es notwendig ist oder wo man es gerne möchte, dann ist das richtig klasse, weil es gibt ja nicht nur diesen Haken, es gibt auch eine Lampe. Und die Lampe ist gar nicht schlecht. Ja, wenn wir sie anmachen und dann leuchtet sie, klar. Aber wenn wir sie ein bisschen länger festhalten, dann schaltet sie auch noch einen Gang runter. Dann leuchtet sie nicht so stark, aber länger. Und nochmal drücken wir sie aus. Die können wir auch setzen. Na, mit links bin ich nicht so gut. Und man kann sie abklappen. Gar nicht schlecht. Dazu der Getränkehalter. Wobei beim Getränkehalter, 1 Liter Flasche passt nicht, habe ich ausprobiert. 0,5 Liter Dosen, ein bisschen kritisch, aber die werden gut gehalten. Und naja, wenn ich davon 3 habe, dann kann ich hier noch einen anbringen, da noch einen anbringen. Und ach, ich zeige euch das mal. Hinten in der Mitte. Moment, kriege ich euch hier runter. Video läuft noch, das ist gut. Sonst müsste ich nämlich gucken. Das nächste iPhone braucht einen größeren Speicher. Ach, guck mal, da hängt schon einer. Sieh sich das einer an. Hier ist der schon drin. Und wenn ich den jetzt so abnehme und den hier hinpacke, so, und kann ich dann den hier so da anbringen. Würde gehen, ne? Aber rechts, links, und da muss man gucken, ob das von der Lastverteilung her auch passen würde, ob es dann wirklich noch hält. Also es wäre gar nicht schlecht. Ich nehme mal die Lampe mit. Ach, übrigens, wusstet ihr, dass es hier jetzt so einen Haken gibt, so einen Kleiderhaken? Der ist gar nicht schlecht. Müssten nur ein bisschen abgerundeter sein für mich. Also wenn man da mit dem Fingernagel... Da muss man gucken. Das ist jetzt auch auf sehr hohem Niveau. Ich freue mich, dass er da ist. Ich freue mich wirklich, dass er da ist. Wenn wir die Heckklappe jetzt nehmen und hier oben, machen wir mal so und dann machen wir sie mal an und dann haben wir sie so runterscheinend. Machen wir sie wieder aus. Ihr seht, hier ist ein USB-C-Anschluss dran. Das Kabel liegt mit bei, kann man dann bestellen. Na,
Ich habe das Dreier-Set im Shop drin, weil das favorisiere ich. Das ist dann besser. Weil diese Lampe geht ja nicht gleich wieder aus. Wenn wir länger den Kofferraum aufhaben, dann geht die ja meistens wieder aus. Und das ist so ein bisschen doof. Wir haben hier hinten auch Haken. Wir haben hier die 12-Volt-Versorgung. Das ist gar nicht schlecht für eine Kühlbox vielleicht. So, dort können wir auch den setzen, wieder ausmachen. Das war's dann. Ja, hier muss ich mal gucken, ob ich die Kofferraumbelüftung, die kennt ihr ja noch vom Vorgänger, die versuche ich natürlich wieder verfügbar zu machen für dieses Modell. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Wie sieht es hier aus? Ja, Kofferraumwanne bei vielen Modellen mittlerweile schon mit bei. Da kann ich sie ja nicht mehr verkaufen. Und hier drunter sieht es dann so aus. Da muss man mal gucken. Es haben einige gefragt, ob man diesen variablen Kofferraum irgendwie nachrüsten kann. Auch das werde ich nachprüfen. Ist versprochen. So, wo können wir weitermachen? Ah, wir gehen mal hier rum. Und da habt ihr dann wieder einen Punkt, wo man dann vielleicht eine Lampe setzt, damit man den Fußraum sieht. Dort kann man natürlich auch einen Haken setzen, damit man eine Tasche anbringen kann. Einen Vorschlag dafür hätte ich dann auch schon, aber das kommt in einem separaten Video. Das schicke ich dann auch dementsprechend zu Dacia als Vorschlag. Ja, hier drunter ist dann der Zugang zur Mildhybrid-Batterie. Ja, Fußmatten sind auch hier schon wieder drin. Ihr seht, das ist die Ausstattungsvariante Extreme. Einstiegsleisten kennt ihr, die aus dem Shop, die normalen und auch die selbstleuchtenden. Und meine Empfehlung immer noch schön bis vorne an die Kante dann kleben. Ne? Gut. Was haben wir noch? Ich packe euch mal wieder aufs Stativ. So. Und dann fahren wir den Burschen mal hoch. Wenn es dann geht. On. Und gehen mal richtig dicht ran. Jetzt sieht man auch unten die LEDs. Die gefallen mir nicht so von der neuen Hebebühne, weil die flackern. Pulsweitenmodulation. Und Pulsweitenmodulation sorgt meistens auch für schlechte Radioempfänge. Das heißt, wenn an der Straße jetzt neue Laternen aufgestellt werden mit neuen LEDs, naja, dann wird es übel teilweise. Da seht ihr es. Das ist Fernlicht. Fernlicht eben halt noch so, wie soll man sagen, analog. Ich weiß nicht, warum man das macht, aber es ist so. Das ist eine H7 und ich habe schon ausprobiert, die Leuchtmittel von Philips zum Beispiel H7 LED oder Osram H7 LED, die passen, aber sind eben halt hier noch nicht zulässig. Ja? Also in Bezug auf LEDs zum Nachrüsten muss man sich mal vorstellen, dass diese Hersteller von Leuchtmitteln im Grunde genommen schon, ich glaube, 80-90% des gesamten Fahrzeugmarkts abgeprüft haben mit ihren LED-Leuchtmitteln, dass das passend ist. Ja, ich weiß zwar nicht, was man jetzt prüfen muss bei Fernlicht, dass es da nicht brennt oder dass es da nicht blendet. Ist ja noch lustiger, ist ja Fernlicht, weil wenn man Fernlicht anlässt, ja, dann blendet das. Das ist normal. Aber es wäre eigentlich für mich, nach meinem Dafürhalten, ein einfaches, diese Leuchtmittel dann als Fernlicht freigeben zu können. Relativ unkompliziert. Aber ich bin mir sicher, das wird noch dauern.
Okay, leider ist das so, obwohl die Hersteller schon zu 80-90% komplett den Fahrzeugmarkt abgeprüft haben, um Missbrauch zu verhindern. Das war die Vorgabe. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Arbeit ist, wie viele Fahrzeugmodelle und so weiter. Ist schon krass, ist schon wirklich krass. Und ja, muss man gucken, ne? Ansonsten, ihr kennt das, gibt es ja schon ja, Fernlicht zum Nachrüsten. Ein bisschen heftiger Stichwort Laserlamps. Okay. Beim 4x4 haben wir eine andere Stoßstange. Diese Stoßstange hat einen besseren Böschungswinkel. Ja, da habt ihr hier vorne eine Klappe und hinter dieser Klappe ist dann ja, die Öse für den Haken zum Abschleppen, die ihr hoffentlich nie brauchen werdet. Na, also eine Frontseilwinde, kennt ihr mich ja, werde ich niemals bringen, weil wenn man sich festfährt, ist es tendenziell immer vorwärts. Und dann lässt man sich vorwärts ja nicht tiefer reinziehen, sondern dann geht es rückwärts raus. Also das ist eben halt meine eigene Meinung dazu, was ich schon sagte. Schwieriger wird es, hier sehen wir, da ist komplett, Moment, habe ich hier eine Lampe, ganz dicht dran, da leuchtet es durch. Ne? So, also hier die Verbindung von dem unteren Stoßstangen-Inlay zur oberen Stoßstange, das wird wohl eher nichts. Müssen wir mal gucken, weil natürlich werde ich versuchen, auch hierfür wieder einen Frontbügel zu bringen. Ich bin hier auch schon in Kontakt mit dementsprechenden Herstellern. Aber wie ihr es seht, haben wir hier Frontsensorik. So, und die Frontsensorik, die sitzt da eventuell im Konflikt mit dem Frontbügel. Muss man gucken. Die Nebelscheinwerfer. Auf dem Nebelscheinwerfer da oben, hier auf der Ecke, seht ihr das. Da ist der Buchstabe K. Der Buchstabe K, der hier, der muss da sein, damit wir das Ganze als Abbiegescheinwerfer nutzen könnten. Und auch hier wieder die Bitte an Dacia, gebt uns doch bitte als Werkstatt die Möglichkeit, damit wir diese Option, die das Auto mit allergrößter Wahrscheinlichkeit hat, freischalten können. Und zwar mit dem eigenen Clip-Tester von, ja, vom Hersteller freischalten können. Und da gibt es nämlich noch eine Sache, das Tagfahrlicht in Verbindung, und ihr kennt das von mir, ich bin ein absoluter Fan von, in Verbindung mit den Rückleuchten. Das Ganze nennt sich Always On. Dann sind natürlich die LED-Kennzeichenleuchten nicht an. Aber man muss sich auch keine Sorgen mehr machen, dass bei schlechten Witterungsverhältnissen, also ich sag mal, jedes Mal, wenn ich hier Videos mache, dann scheint ja draußen die Sonne. Na? Und wenn das aber nicht so ist, und ihr wisst das selber, dann ist es ja bei schlechten Witterungsverhältnissen, es regnet, es ist diesig, es ist bewölkt, morgens Morgendämmerung oder so etwas oder Abenddämmerung, sagt der Lichtsensor, das ist hell genug. Aber die Lichtverhältnisse sind nicht hell genug. Ja, und hinten der Morse ist dunkel. Ich finde es so ein bisschen doof, weil das eine ganz, ganz einfache Geschichte ist, die einfach nur freigeschaltet werden könnte. Auch hier zu 98% bin ich mir sicher, dass das Fahrzeug das kann. Weil der Vorgänger konnte es auch. Wir konnten nur irgendwann nicht mehr drauf zugreifen und es einprogrammieren. Es ging bei einigen Modellen, Dacia Duster 2, Phase 2, konnten wir das noch machen. Bei der Phase 3 nicht mehr. Ja, deswegen bieten wir es auch nicht mehr an. Aber hier die Bitte einfach an den Hersteller, gebt uns doch bitte die Möglichkeit, dass wir das freischalten können. Das ist für mich ein absoluter Sicherheitsaspekt. Und wenn wir mal auf die Straßen gucken, wenn wir schlechte Sichtverhältnisse haben, ja, da sind ganz, ganz viele Neuwagen mit dem schönsten Tagfahrlicht unterwegs, aber hinten am Heck ist dunkel und es ist richtig ärgerlich. Und man sieht sie manchmal auch sehr, sehr schlecht, wenn der Wagen dann noch Anthrazit ist oder so.
richtig kritisch. Ihr kennt es vielleicht selbst. Und wenn ihr selber so ein Auto habt, einfach den Kopf ein bisschen mehr anmachen. Man sieht ja nicht mehr unbedingt so wie früher. Wenn wir das Licht einschalten, geht das Cockpit im Leben das Licht an. Hier ist natürlich alles schon digital. Es leuchtet. Und dann muss man eben halt mal auf die Symbolik achten, was die Lampe darstellt. Und das Abblendlicht dann einschalten, damit wir auch hinten Licht wieder anhaben. Okay, fahren wir noch weiter hoch. Oder was mache ich jetzt? Ich mache mal das Stativ, hatte sich gerade eben verstellt. Das Ganze hier wieder hin, denn ich muss mal die Bremse lösen. Wir haben hinten eine Scheibenbremse. Die Scheibenbremse habt ihr allerdings nur, wenn ihr das Technikpaket auswählt. Ob man das jetzt unbedingt braucht, dieses Technikpaket, das habe ich nicht zu bewerten. Ja, ich bin ja ein Fan der Trommelbremse, weil die Trommelbremse dementsprechend wartungsärmer ist für mich, wobei das nichts bedeuten muss. Wenn hinten eine Bremse, hier eine Scheibenbremse, immer genügend Last hat, wird es damit keine Probleme geben. Wenn sie aber überwiegend keine Last hat, besteht immer noch die Möglichkeit, dass sie dann irgendwann vielleicht mal ja, gängig gemacht werden muss. Na? Ich werde mal die automatische Parkbremse, die das Auto dann ja im Technikpaket auch hat, mal lösen und dann werdet ihr auch merken, so rein tonal ist das, jetzt geht das Radio an, rein tonal ist das auch eine andere Geschichte. Ich lege mal mein Mikrofon hier oben hin oder ich lege es mal direkt hier hin, so, oder wollen wir mal gucken. Hui, macht der Alarm, ne? Ich nehme mal mein Mikrofon wieder weg. Ich hoffe, dass das einigermaßen gut rüberkommt auf dem Video. Also es hört sich alles, also rein qualitativ, vom Hören her, hört sich das auch qualitativ sehr gut an. Übrigens auch die Zentralverriegelung auf zu. Das ist alles weich, das ist richtig schön smooth, also richtig toll. Und dann gehen wir mal weiter nach oben, ne? So. Was wollen wir noch? Eigentlich könnte ich die auch wieder festmachen, damit er mir nicht runterrollt. Ich dachte nämlich, ich werde hier vorne mal das Auto komplett anheben, aber das ist ja eigentlich auch Quark, oder? Oder mache ich das doch? Das zieht nur das Video unnötig in die Länge. Also ich lasse ihn noch mal kurz runter. Oder kriege ich ihn so? Ah, ist wieder fest. Und habt ihr auch gehört hoffentlich. Und da hängen die Spiegel. Ist alles noch nicht so richtig aufgeräumt. Ich bitte, mir das nachzusehen. Denn wir sind, wie gesagt, voll in der Umbauphase. Hauptsächlich natürlich für euch. Und ich werde auch noch mal klären müssen, ob... Ich bin sehr genau über das Auto rübergegangen. Hier, da, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob da zwei Schrauben fehlen. Aber regulär gehört hier für mich eine Schraube rein. Guck ich mal, ansonsten, wir werden sie setzen. So. Und weiter aufwärts. Schön weit oben. Okay,
Ich hoffe, ich mache euch ein bisschen neugierig, was das betrifft. Denn beim 4x4, den wir hier haben, haben wir hier, das Teil ist aus Metall. Nicht gerade sehr dick, aber eben halt aus Metall. Und naja, halb, weil ab hier ist Kunststoff. Beziehungsweise, das ist wohl eher so ein Dämmstoff, der hat eine gewisse Trägheit, der hat auch eine gewisse Starre, dass er da bleibt, wo er hingehört. Hier hat man wieder den Unterbodenschutz über die Schrauben drüber gesprüht. Sehr großzügig gewesen übrigens dabei. Wenn man das an den Fingern hat, das ist die Hölle. Absolut. Dann haben wir, ja, wie soll ich das anders sagen? Ich weiß nicht warum. Weil wir haben eine Stoßstange, die ist optimiert im Böschungswinkel. Aber wir haben hier wieder eine klassische Kante, eine stehende Kante. Seht ihr das? Das heißt, wenn ihr rückwärts den Berg nicht schafft, also wenn ihr den Berg nicht schafft, rückwärts rollt und da ist irgendetwas, was unnachgiebig ist, ist das hier die Kante, die dementsprechend eventuell im Gelände stehen bleiben könnte. Weiß ich nicht. Und hier haben wir auch Kante. Also ihr wisst eigentlich schon, wo das bei mir drauf hinausläuft. Ich werde mal unseren Partner holen, mit dem wir auch schon den letzten Unterfahrschutz für den Dacia Duster 2 gebaut haben. Und da wisst ihr auch, wovon ich rede. Dann wird es ein richtiger Unterfahrschutz. Da werden keine Kompromisse gemacht. Der wird dann richtig ordentlich und der funktioniert dann auch. So, des Weiteren Drehmomentstütze, auch klar. Da, was haben wir denn hier? Tagazan, Renault Tagazan steht da. Ja, das ist dann wohl die Alufelge. Und 6,5, ich brauche meine Brille, Entschuldigung. Geht nicht ohne. Bin auch nur ein ganz normaler Mensch, ne? Also 6,5 mal 18 CH5, wofür auch immer, 32. 32 steht für die Einpresstiefe. Das heißt, beim Vorgänger hatten wir noch eine ET50. Jetzt haben wir eine ET32. Hui. Okay. Des Weiteren hier der Unterboden. Das ist alles komplett verkleidet. Hier haben wir die Stromversorgung, die sicherlich zur Batterie geht. Also da mal reingucken. Ich komme mir vor wie so ein Zahnarzt hier, ne? Das Auspuffrohr, süß, läuft schön gerade durch bis nach hinten. Da gibt es keinen Punkt, der irgendwo hinterhaken könnte. Der Punkt ist, was ich hier dann so sehe, ist, wenn wir hier nachher da die Bremsleitung haben, die sind hier recht weich. Wenn man dann wirklich ins Gelände will, weiß ich nicht, ob das ausreichend ist als Schutz. Ach, das hier habe ich immer gesucht für den Vorgänger. Das ist ein sogenanntes Tilgergewicht. Und vor dem hinteren Differential. Ihr wisst ja, dass ich ein bisschen genauer hinschaue. Weil wenn es jemand anders macht, ja, dann macht es jemand anders. Warum soll ich es nicht tun? Ihr seht hier, das sind die Halterungen, die klassischen. Und auch hier die Führungen, die klassischen. Wenn das Technikpaket nicht da ist, dann laufen da die Seilzüge dann für die Trommelbremse. Dass man das dann auch mal weiß, ne? Konnte man mal schön drunter gucken. Hier hat man vor allem eins gemacht am Heck mit der Stoßstange. Ist eine Verkleidung drüber, die wirkt jetzt nicht mehr so wie eine Schaufel. Der Wind hat sie in der Vergangenheit immer ganz gerne nach oben gedrückt. Der Endtopf ist jetzt quer und naja, wenn der Bursche, es geht immer um den Berg oder die Anhöhe, die man nicht schafft und wenn man wieder zurückrollt, ja, in den Boden sticht, weiß ich nicht, muss man gucken. Ich weiß nicht, ob es da noch Verbesserungspotenzial gibt. Es ist auf jeden Fall unwahrscheinlich schwer, gerade was Abgase betrifft, da irgendwie einen Endtopf vernünftig abnahmefähig hinzubekommen. Riesengroßer Aufwand. Und wenn man nicht weiß, wie viele man davon nachher verkaufen wird oder so etwas,
dann kommt das unternehmerische Risiko dazu. Und naja, ich bin nicht hier, um das Geld zu verplempern von der L&Z-Gruppe. Das sind wir nämlich alle. Hier haben wir eine Abdeckung. Hier kommen wir dementsprechend an das Leuchtmittel. Das ist H16 für den Nebelscheinwerfer dran. Wie das auf der anderen Seite wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir relativ viel demontieren müssen, damit es dann dort genauso ist. Ich hätte es mir dann gewünscht, dass wir hier eine Abdeckung haben und dort eine Abdeckung. Also zwei Serviceklappen, so wie wir sie beim Dacia Duster 2 hatten. Ansonsten nochmal, ich bin das Auto schon gefahren. Ich fand es richtig gut. Ja, der fährt sich wirklich richtig, richtig gut. Und wenn wir mal ehrlich sind und wenn wir kein Jäger- oder Forstbetrieb sind, dann geht es meistens nur um das Ziehen. Und das sind 1,5 Tonnen, die er dann ziehen darf. Der Full-Hybrid nicht, darauf müsst ihr achten. Das sind so diese Kleinigkeiten. Ihr solltet auch darauf achten, dass wenn ihr eine Anhängerkupplung montieren lasst, muss ich mir auch noch anschauen, wenn das Auto dann für den Hängerbetrieb ausgelegt sein soll, dann die Dauerplusleitung nicht vergessen oder Ladeleitung, immer darauf hinweisen. Okay, ich fahre mal runter. Und dann kommen wir mal so langsam zum Ende, weil das Video wird sonst zu lang. Die ganzen Videos auf Instagram, so diese kurzen Videos, einen kurzen Shot oder sonst wie irgendetwas, werde ich wohl weniger machen, vielleicht doch, ich weiß es noch nicht. Achtung, piept. Schöne Bühne, ich mag die. Ich mag die wirklich, freue mich auch über die Maßen. Und dann gucken wir nämlich übers Dach. Also, alle kommen mit dieser Stabantenne. Und es gibt dafür auch schon eine Haifischantenne. Und ihr wisst das, wenn wir hier eine Haifischantenne setzen, dann lassen wir den Deckenhebel, also den Deckenhimmel, komplett ab. Ja, damit wir keine Knicks machen in den Deckenhimmel. Andere mögen das anders machen, das auch recht günstig anbieten. Das ist dann auch immer ganz schnell im Internet drin. Oh, das war total günstig. Meine hat das eingebaut für ganz wenig Geld. Sind ja immer alle ganz stolz. Und wenn man dann mal rüber guckt, dann hat da jemand entweder einen Knick in den Deckenhimmel reingemacht oder derjenige sagt uns ganz einfach nichts davon. Oder der Betrieb hat draufgezahlt, weil er selber nicht drauf geachtet hat. So, kommen wir mal zur Dachreling. Und das ist ein Punkt, der, da könnt ihr euch sicher sein, da bin ich ganz stark mittlerweile schon hinterher, auch beim Hersteller. Ich habe die Frage schon ein paar Mal gestellt. Ich habe bisher noch keine gesicherte Antwort bekommen. Nach meinem technischen Verständnis, was nicht unbedingt dann das Richtige sein muss, ist diese Dachreling hier absolut fest. Ja, das ist eine modulare Dachreling. Modular bedeutet, ich kann hier die Enden hochklappen, ich kann hier dementsprechend das Ganze lose schrauben und nehme diese Dachreling und lege sie quer als Querträger. So, das ist insofern eine richtig geniale Idee. Haben wir auch bei ganz vielen Fahrzeugen. Es gibt dieses Auto auch ohne modulare Dachreling. Es gibt für Autos ohne modulare Dachreling noch keine Relings-Querträger. Und die brauchen wir. Ja, die brauchen wir wirklich, weil man kauft ja nicht das Auto mit der modularen, bloß damit man dann die modulare hat. Vielleicht ist das gewollt, aber wir brauchen Querträger. Und das nächste ist, wenn es diese Querträger dann vielleicht hoffentlich irgendwann mal gibt, dann müssen diese Querträger auch einzusetzen sein bei der Dachreling, also bei der modularen Dachreling. Sie müssen dafür auch geeignet sein. Weil ich glaube, dass wir eben halt viele haben, die ihre Dachbox, ihr Dachzelt oder dergleichen gerne mit Relings-Querträgern auch vom Dach abheben. Und das wäre dann hier nicht möglich, weil
Wenn wir eine modulare Dachreling haben, ja, dann haben wir die Querträger dann immer an der Box und nicht mehr am Dach. Ist doof. Oder es gibt die eben halt einzeln zu bestellen. Das wäre dann eine Möglichkeit. Tendenziell gibt es das aber immer nur komplett. Und wenn wir jetzt keine modulare hätten, dann brauchen wir die Querträger für die Dachbox oder das Dachzelt. Und wir müssten dann immer alles wieder komplett zurückrüsten, also komplett lose Schrauben. Und das ist so, ja, das ist so suboptimal, sage ich mal. Also es wäre wünschenswert, hier an den Hersteller gerichtet, dass wir vernünftige Relings-Querträger bekommen, die wir dann über den Shop natürlich anbieten. Im Shop guckt natürlich jeder. Naja, aber es ist so, wie es ist. Heulen bringt uns hier nicht weiter, ne? Okay. Ja. Soll ich sonst noch irgendetwas sagen? Gewisse Dinge muss ich erstmal, ja, selber eruieren. Also Radlaufschutz können wir natürlich auch nicht mehr verkaufen, weil der ist hier schon dran. Ne? Wenn da Kratzer oder Schrammen drin sind, muss man mal gucken, wie wir die wieder rauskriegen. Wie empfindlich ist das Ganze eigentlich, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Ich finde das in Ordnung. Und wenn wir hier vielleicht noch zusätzliche Seitenschutzleisten hätten, wäre es sicherlich auch nicht schlecht. Naja, es ist eben halt, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist mein erstes Video zum neuen Dacia Duster 3. Ja, Lob und Kritik gibt es eben halt auch. Muss auch so sein. Es kann nicht alles zu 100% super sein. Funktioniert immer nicht. Gewisse Dinge kann man hoffentlich regeln. Woran ich natürlich noch arbeite, ist zum einen, wir gucken mal nach, ob wir Sportpedalen haben. Wäre ja auch mal was. Und naja, der Kandidat hier ist vielleicht gut gemeint, aber für mich nicht so gut umgesetzt. Kommen wir aber in einem anderen Video dazu. Ist wie gesagt Klagen auf sehr hohem Niveau. Soll nicht negativ rüberkommen. Okay. In diesem Sinne hoffe ich immer oder wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage auch wie immer, bis denn dann.